Das Album basiert auf Bildern und Texten der von Michael Schneider entwickelten Ausstellung und wurde erweitert durch zusätzliche Inhalte und Bilder. Bürger Sachsen sind die Nachkommen deutschsprachiger Siedler, die im 12. Jahrhundert auf Einladung eines ungarischen Königs in Grenzgebieten Transsylvaniens, also in Siebenbürgen, angesiedelt wurden, um diese Gebiete wirtschaftlich zu erschließen und gegen Angriffe von außen zu verteidigen. Sie sollten nur dem ungarischen König untertan, ansonsten frei sein. Sie gründeten auf dem sogenannten Königsboden und darüber hinaus mehrere befestigte Städte und zahlreiche Dörfer mit wehrhaften Kirchenburgen. Im goldenen Freibrief des Königs Andreas II. von 1224 wurde den deutschsprachigen Siedlern in Ungarn Saxones, also Sachsen genannt, weitgehende politische und kirchliche Autonomie zugesichert, unter anderem das Recht der freien Richter und Pfarrerwahl. Die Siebenbürger Sachsen waren neben den Ungarn und den Szeklern über Jahrhunderte eine der drei staatstragenden ständischen Nationen Siebenbürgens und wurden erst im Laufe des 19. Jahrhunderts schrittweise zur nationalen Minderheit. Die Selbstverwaltung des sächsischen Königsbodens wurde 1876 von der ungarischen Regierung aufgehoben gestützt auf ihre evangelisch-lutherische Kirche, konnten die Siebenbürger-Sachsen immerhin ihre kulturelle Eigenständigkeit bewahren. Als nach dem Ersten Weltkrieg Siebenbürgen 1919 an Rumänien fiel, wurden die Siebenbürger-Sachsen rumänische Staatsbürger deutscher Nationalität. 1930 lebten im Königreich Rumänien rund 800.000 Deutsche, knapp ein Drittel davon in Siebenbürgen. Die Anzahl der 237.369 Siebenbürger-Sachsen machte 8,2 Prozent der Bevölkerung Siebenbürgens aus. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden alle Deutschen Rumäniens, auch wegen Verstrickungen in den Nationalsozialismus, entrechtet und enteignet. Viele wurden zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion verschleppt. Es folgten im Laufe der Jahre systematische Drangsalierung. Und materielle Not in der kommunistischen Diktatur, sodass die Mehrheit der Siebenbürger Sachsen in die Bundesrepublik Deutschland auswanderte. Kurze Geschichte der siebenbürgisch-sächsischen Schulen Im Jahre 1334 wurden erstmals im Broser Kapitel zwei Schulen urkundlich erwähnt. Weitere folgten in Mühlbach, Hermannstadt, Kronstadt und Bistritz. Diese frühen Lateinschulen dienten zunächst der Ausbildung von Chorknaben für den katholischen Gottesdienst. Die Lehrer waren niedere Geistliche, die oft auch Schreib- und Notardienste wahrnahmen. Um 1500 hatten fast alle sächsischen Gemeinden Schulen. Im Jahre 1541 gründete der Reformator der Siebenbürger Sachsen Johannes von in Kronstadt das erste humanistische Gymnasium. Hermannstadt und weitere Städte folgten dem Beispiel und wandelten die alten Lateinschulen in humanistische Gymnasien um. Im 18. Jahrhundert wurden die Schüler der Oberklassen des Gymnasiums Studiosi genannt. 1722 beschloss die Generalsynode der Evangelischen Kirche für alle Kinder beiderlei Geschlechts in Städten und Dörfern die allgemeine Schulpflicht. Allerdings ließ die Qualität vieler Schulen zu wünschen übrig. Die siebenbürgisch-sächsischen Schulen waren ursprünglich kirchlich-kommunale Einrichtungen, also Gemeindeschulen. Um diese vor dem Zugriff des ungarischen Nationalstaates zu schützen, nahm die evangelische Kirche sie unter ihren Schutz und organisierte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts parallel zu den ungarischen Staatsschulen ein privates evangelisches deutschsprachiges Schulwesen. Um 1900 umfasste dieses Schulwesen Kindergärten, 256 Volksschulen, 14 höhere Volks- und Bürgerschulen, Gewerbeschulen, Realschulen, Ackerbauschulen und neun Gymnasien. Es bestand Schulpflicht. Seit 1870 neun Jahre für Knaben, acht für Mädchen. Volksschullehrer, Prediger, Volksschullehrerinnen und Kindergärtnerinnen wurden in sogenannten Seminaren ausgebildet. Eine eigene Universität hatten die Siebenbürger Sachsen nicht. Die Blütezeit der siebenbürgisch-sächsischen Schulen Die siebenbürgisch-sächsischen Schulen erlebten ihre Blütezeit in der zweiten Hälfte des 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der gute Ruf, eine überdurchschnittlich motivierte Lehrerschaft, die hohe Abiturientenquote sowie der große Zustrom von Schülern anderer Nationalität, besonders an höheren Schulen und Berufsschulen, lassen auf ein beachtliches Niveau vieler Schulen schließen. Während in Europa die Schulen im 19. Jahrhundert weitgehend säkularisiert, das heißt aus kirchlichen zu staatlichen Einrichtungen umgewandelt wurden, rückten Kirche und Schule bei den Siebenbürger-Sachsen enger zusammen um dem Magyarisierungsdruck des jungen ungarischen Nationalstaates zu widerstehen. Die Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Pfarrern, denen die Aufsicht über die Schulen zufiel, verlief allerdings nicht immer konfliktfrei. Die Lehrerschaft verlangte zum Beispiel eine bessere Besoldung und Fachaufsicht. Die Schulautonomie wurde, wie in der österreich-ungarischen Monarchie, ab 1919 auch im Königreich Rumänien auf der Grundlage des Minderheitenschutzvertrages garantiert, aber nicht voll respektiert. Diese Autonomie wurde jedoch teuer erkauft. Für die Kirche bedeutete der Unterhalt der Schulen eine große Herausforderung, für die Bevölkerung eine immer größere materielle Last in Form von Schulsteuern und für die Lehrerschaft der Verzicht auf eine angemessene Besoldung. Die Lehrpläne berücksichtigten die Vorgaben des Ungarischen nach 1919 des rumänischen Staates, orientierten sich aber ansonsten eher am deutschen Schulwesen und den konkreten Bedürfnissen der Siebenbürger-Sachsen. Als Unterrichtssprache setzte sich das Hochdeutsche gegen die früher verwendete Siebenbürgisch-Sächsische Mundart durch. Ab 1879 mussten alle Schüler zusätzlich die Landessprache Ungarisch lernen. Ab 1919 trat an die Stelle des ungarischen die rumänische Sprache. Nach 1925 mussten die Fächer rumänische Sprache und Literatur, Geschichte der Rumänen und Geographie Rumäniens in rumänischer Sprache unterrichtet werden. Die enge Verbindung zwischen der Kirche und ihren Schulen führte dazu, dass junge Theologen, die in Deutschland oder Österreich Ungarn studiert hatten, Zunächst als Gymnasiallehrer eingesetzt wurden, bevor sie in das besser bezahlte Pfarramt wechseln durften. Georg Daniel Teutsch ist ein herausragendes Beispiel dafür. Er wurde Gymnasiallehrer, später Rektor des Schessburger Gymnasiums, der sogenannten Bergschule, wobei er auch wissenschaftlich, politisch und publizistisch tätig wurde. 1863 wurde er Stadtpfarrer von Agneteln und 1867 zum Bischof der Evangelischen Kirche gewählt, dem höchsten Amt, das die Siebenbürger Sachsen zu vergeben hatten. Während der Amtszeit von Bischof Georg Daniel Teutsch wurde das konfessionelle deutschsprachige Schulwesen der Siebenbürger Sachsen einheitlich organisiert, modernisiert und gefestigt. Unvergessen sind seine 18 Jahre dauernden Kirche- und Schulvisitationen von 1870 bis 1888, wobei er fast alle sächsischen Gemeinden visitierte. Schülermitbestimmung. Die Zöten waren Schülervereinigungen an allen höheren Schulen der Siebenbürger Sachsen. Sie boten den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, einen Teil des Schullebens eigenverantwortlich zu gestalten. Die Wahl eines Schülermagistrats geht auf die Schulordnung des Johannes Honterus von 1543 zurück. Die Zöten organisierten Umzüge, Theateraufführungen, Tanzkurse, Sportwettkämpfe, Exkursionen, Konzerte, Olympiaden und vieles mehr. Gleichzeitig verstärkten sie die Außenwirkung der Schule und erhöhten deren Akzeptanz und Beliebtheit in der Bevölkerung. Im 19. Jahrhundert nahmen die Zöten einige Gebräuche der Burschenschaften an, zum Beispiel in der Kleidung wie Flaus, Schärpe, Mütze oder in der Benennung der Ämter. Als die Schulen 1942 bis 1944 der deutschen Volksgruppe unterstellt waren, gingen die Zöten wie auch die Jugendverbände in der DJ der deutschen Jugend auf. Zur Mädchenbildung. Bis ins 18. Jahrhundert war es meistens der Glöckner oder der Organist, die den Mädchen bescheidene Kenntnisse in Lesen, Singen und Katechismus beibringen durften. Wer mehr lernen wollte, war auf Privatunterricht angewiesen. Die Schulordnung von 1870 dehnte die Schulpflicht für Mädchen auf acht Jahre aus, während für Knaben neun Jahre galten. In den Landschulen wurden Knaben und Mädchen in der Regel gemeinsam unterrichtet. In den Städten hingegen entstanden eigene Mädchenschulen und eine Lehrerinnenbildungsanstalt der Evangelischen Landeskirche in Schessburg. Die erste höhere Schule für Mädchen wurde 1921 in Hermannstadt gegründet und provisorisch in den hinteren Räumen des Bruckenthal Palais untergebracht. Ab dem Schuljahr 1924/25 wurde diese dem rumänischen Schulwesen entsprechend in ein deutschsprachiges Mädchenlyzeum umgewandelt und konnte ab 1927 ein eigenes Schulhaus in der Seilergasse beziehen. Das vierjährige Lyzeum baute auf vier Jahre Volksschule und vier Jahre Gymnasium auf und endete mit dem Baccalaureat, das auch die Mädchen zum Hochschulstudium berechtigte. Die treibende Kraft im Ausbau der Mädchenschulen waren die Frauenvereine. Hier Adele Zey, die Vorsitzende des Freien Sächsischen Frauenbunds inmitten des Jahrgangs 1910. Sie lebte von 1848 bis 1928. Es entstanden Haushaltsschulen und berufsvorbereitende Kurse, zum Beispiel Handelskurse und Kurse für Sekretärinnen. Die erste Gewerbelehrlingsschule für Mädchen entstand 1935 in Kronstadt. Offene Schulen. Um das Jahr 1900 lebten in Siebenbürgen Rumänen, Ungarn, Deutsche, Roma, Armenier und viele andere. Noch größer war die Vielfalt christlicher Kirchen und Konfessionen. Zudem gab es eine nennenswerte Zahl von Menschen jüdischen Glaubens. Die Siebenbürger Sachsen entwickelten ihr deutschsprachiges Schulwesen also in einem multisprachlichen, multikulturellen und multireligiösen Kontext. Die höheren und berufsbildenden Schulen der Siebenbürger Sachsen waren besonders im 19. und 20. Jahrhundert aber für alle offen. Und konnten als gesamt siebenbürgische Anstalten bezeichnet werden. Das Gymnasium in Hermannstadt wurde zwischen 1850 und 1870 von 4234 Deutschen, 1225 Rumänen, 267 Ungarn und 14 Schülern anderer Nationalität besucht. Am Gymnasium in Mühlbach war die Hälfte der Schüler nicht deutsch. In den Gewerbeschulen betrug der Anteil nichtdeutscher Schüler um 1900 ca. 35 Prozent. Für rumänische Schüler wurde fakultativer rumänischer Sprachunterricht sowie orthodoxer Religionsunterricht angeboten. Umgekehrt haben auch sächsische Schülerinnen und Schüler ungarische oder nach 1918 rumänische Schulen besucht, wenn keine deutsche Schule im Ort war, wenn den Eltern die Kirchen- und Schulsteuer der evangelischen Kirche zu hoch war, oder um die jeweilige Landessprache perfekt zu lernen. Die Siebenbürger Sachsen haben in ihrer etwa 900-jährigen Geschichte die Verbindung zum deutschen Sprach- und Kulturraum aufrechterhalten. Dies gilt insbesondere für die Schulorganisation, Inhalte, Unterrichtsmethoden, Schulbücher und pädagogische Ideen. Der Ideentransfer lief überwiegend über die siebenbürgischen Studenten, die an deutschen und mitteleuropäischen Universitäten studierten, um als Gymnasiallehrer, Mediziner, Juristen oder Pfarrer zurückzukehren. So hat zum Beispiel Stefan Ludwig Roth um 1818 bis 1820 bei dem Schweizer Pädagogen Johann Heinrich Pestalozzi hospitiert und gearbeitet und dessen pädagogische Ideen nach Siebenbürgen gebracht. Niedergang und Ende des siebenbürgisch-sächsischen Schulwesens Die siebenbürgisch-sächsischen Schulen wurden zwischen 1942 und 1944 dem Schulamt der deutschen Volksgruppe in Rumänien unterstellt und somit nationalsozialistisch gleichgeschaltet. Lehrerinnen und Lehrer wurden in der deutschen Lehrerschaft organisiert. Anstelle der Fortbildungen gab es Schulungen in nationalsozialistischem Geiste. Die Schülerschaft musste der DJ, der deutschen Jugend, beitreten. Nach dem Umsturz vom 23. August 1944 übernahm die evangelische Kirche zwar erneut die Verantwortung für die evangelischen sächsischen Schulen, doch mit der Gründung der Volksrepublik Rumänien im Jahr 1947 und der Verstaatlichung des Schulwesens 1948 hörten die Schulen der Siebenbürger Sachsen auf zu existieren. Das war aber nicht das Ende des deutschsprachigen Unterrichts in Rumänien, denn in Orten mit deutscher Bevölkerung durften auch weiterhin deutsche Abteilungen oder Klassen mit deutschsprachigem Unterricht bestehen, wenn eine Mindestzahl von Kindern vorhanden war. Zur Schüleruniform kam die Pionieruniform hinzu. Anders als die sozialistischen Bruderstaaten gestattete Rumänien den Gebrauch der deutschen Sprache im Alltag und im Unterricht. Die Kinder von Arbeitern und Bauern wurden bevorzugt. Der Zugang zu höheren Schulen und Universitäten wurde Jugendlichen ungesunder sozialer Herkunft, zu denen viele Deutsche willkürlich zugerechnet wurden, in den ersten Jahrzehnten erschwert oder verwehrt. Erklärtes Ziel der sozialistischen Schule war die Erziehung zum neuen Menschen. Die angestrebte atheistische Erziehung erforderte die strenge Trennung von Schule und Kirche, also die Abschaffung des Religionsunterrichts. Auch nach dem Ende des Sozialismus im Jahre 1989 ist der Unterricht in deutscher Sprache in Rumänien weiterhin gewährleistet. Allerdings ist er nun auf Städte und größere Orte beschränkt. Traditionsreiche Schulen wie zum Beispiel die Bruckenthal-Schule in Hermannstadt oder die honterus schule in Kronstadt setzen ihre Tätigkeit fort, auch wenn die deutschen Schüler längst in der Minderheit sind. Schule im Gepäck. In Deutschland wurden die Aussiedler aus Siebenbürgen rechtlich den deutschen Vertriebenen gleichgestellt, ihre schulischen Zeugnisse aus Rumänien weitgehend anerkannt. Dabei erweist sich die Schule und deren Bildungsauftrag im Gepäck der Aussiedler als sehr effizient und als Schlüssel zum Erfolg. Stellvertretend für viele in Deutschland erfolgreiche WissenschaftlerInnen und Kulturschaffende aus den Reihen der Siebenbürger Sachsen und Sächsinnen seien zwei erwähnt. Die Hirnforscherin Prof. Dr. Hanna Monja, ärztliche Direktorin der klinischen Neurobiologie am Universitätsklinikum Heidelberg und am Krebsforschungsinstitut, wo sie unter anderem Mechanismen erforscht, die kognitive Prozesse wie Lernen und Erinnern ermöglichen. Und Michael Schneider, ehemaliger Leiter des Schulmuseums Nürnberg, der die Initiative und Federführung in der Entwicklung der Ausstellung Die Schulen der Siebenbürger Sachsen hatte. Das Kostbarste im Ausreisegepäck seiner Familie waren 1983 die in das Futter einer Jacke eingenähten Schulzeugnisse aus Siebenbürgen.